So, das geht erst einmal darum. Jetzt machen wir nicht die klassischen Vorworte, die ich bei den ganzen Aufnahmen mache. Ich erkläre es bloß denen, der sich jetzt das Gespräch anhört, bla bla bla. Das lassen wir jetzt alles weg, weil jetzt wird es richtig heftig. Dieses Denken, ohne an was zu denken, das ist das Hauptsächliche. Ich erkläre dir etwas, was durch jedes Wort, das du hörst, zerstört wird und auch durch jedes Bild, das du siehst. Ob das ein Gedankenbild ist oder ob das ein optisches Bild ist. Ausgangsbasis ist wieder hier diese kleine letzte Schrift, die noch nicht veröffentlicht ist. Das sind 36 Seiten und dazu übertrage ich jetzt nochmal den Bildschirm. Einen Ton brauchen wir nicht. Das ist diese Schrift. Da sind wir ja stellenweise in die letzten Selbstgespräche schon drauf eingegangen. Ich bitte darum, dass der kurz immer mal ein Laut gibt, weil ich weiß nicht, wenn das Internet abreißt, dass ich nicht ins Leere rede. Cool. Okay? Ja. Ja. Ein Bild habt ihr. Ja. Ja. Und diese Zusammenfassung, man müsste eigentlich die ganzen Schriften Wort für Wort erklären. Das Hauptproblem ist, dass wenn der Holofeeling-Hintergrund fällt, kannst du sowieso nicht folgen. Es ist komplexe Physik. Mit dem Rot-Blau-Lesen ist es relativ einfach. Und ich springe jetzt gleich an dem Schluss, wenn wir jetzt runterfahren, da haben wir jetzt erst einmal die Ausgangsbasis ist dieser 406er, ein D28. Um das gleich klar zu machen, nochmal für den Anfang, die 28 ist, dass wir uns hier 28 Grundeinheiten denken und wenn wir da Pyramide aufbauen, dann sind es insgesamt 406 Einheiten. Da haben wir jetzt in diese Grundbasis haben wir die 28 ersten Worte der Tora reingeschrieben, das ist im Anfang erschuf Gott, in die Mitte dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Ich weiß, ich wiederhole jetzt bloß, dass man ganz grob einen Einstieg hat. Wenn eine die Grundlagen nicht haben, kannst du sowieso das Video gleich ausschalten. Es ist kein esoterisches oder religiöses Geschwätz, das ist die Grundlage des Matrix-Programms. Und dann fahren wir hier weiter. Ich muss bloß, um in die Erinnerung zu gehen, und jetzt kommt hier die Kleinigkeit, dass ich zuerst einmal hier schon ganz an simplen Beispielen zeige, dass hier diese Dora, die wir uns jetzt denken, die jetzt entsteht als Gedanke in deinem Kopf, dass die niemals in irgendeiner Vergangenheit erschaffen wurde. Und es wird auch in der Zukunft nichts passieren. Wenn du ein träumender Geist bist, erlebst du von Augenblick zu Augenblick immer wieder einen neuen Moment oder die Gnade, die sich umformt. Das ist die Metapher, auf die ich zurückgreife. Und da ist im Hintergrund ein Programm, so wenn du ein Videospiel spielst mit einer offenen Welt. Du erlebst dich als ein Avatar. Wir können jetzt das so weit machen, dass man dann noch eine 3D-Brille aufsetzt, dann befindest du dich in der Welt und glotzt nicht nur auf einen Monitor. Und da mache ich jetzt ganz einfache Sachen, dass hier in dem ersten Satz zum Beispiel schon die Kreiszahl Pi drin steckt mit einem Komplex. Dann haben wir hier, brauchen wir das Neue Testament dazu, da ist dann die Eulersche Zahl drin mit demselben System, das ist zigfach erklärt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, ich sage immer wieder, wenn du jetzt 10 Münzen in die Hand nimmst und du schmeißt die in die Luft und die fallen dann unten auf den Boden. Und ich sage jetzt nicht einmal, dass die einen Stapel bilden von 10 Münzen, sondern dass die hochkant aufeinander stehen. Das ist rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist. Und das akzeptierst du entweder als Geist oder du akzeptierst es nicht. Und ich kann jetzt sagen, wenn du mich sprechen hörst, und da muss ich streng werden, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich anfängst, dafür zu interessieren, was du selbst bist und was die Welt ist, die du dir ausdenkst und was du davon überprüfen kannst. Das sind jetzt nur ganz kleine Wiederholungen von dem Riesenohrenbohrungswerk, dass dann hier die Ludolfsche Zahl drin steckt. Ich sage immer wieder, das ist die Kreiszahl, Pi. Dass das in dem Wort Gott, wo ich dann schon mal mache, da ist dieses, aber es wird jetzt zu weit führen. Es ist Physik, die ganzen Physikbücher sind da mit drin. Und jetzt kommen wir hier zu dem Spiegel. Zu den Spiegelungen insgesamt, das ist dann die 81, die habe ich ja im vorhergehenden Video schon erklärt. Dann ist hier zum Beispiel mit diesen 181 Einheiten ein Hexagramm. Da hast du dann schon unseren Jahwe drinstecken, plus 5, minus 5. Eine ganz eigenartige Systematik, wo ich kurz darauf eingegangen bin. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, ist diese Abschnitte, die ich zigfach reingestellt habe, und zwar ist das große Geheimnis des 43. Primzahl ist 181, die 43 zusammengesetzte Zahl ist 62, was gespiegelt Jahwe ergibt. Bei der 4.3 beginnen haben wir gesagt, Hebräisch, wir brauchen immer Hebräisch, Deutsch,
Heißt es dann Jupiter, da steckt das UB mit drin, gespiegelt gibt es dann den Fisch, das Jupiterzeichen. Ja. Dann ist es ganz wichtig, das 43. Palindrom ist 343. Und da habe ich jetzt diese eigenartige Schreibweise schon, dass ich das spiegel, ja. Diese 3. Dann haben wir hier ein Dalet, was ja eigentlich die Ziffer 4 bedeutet. Und dann nochmal Lüten 3 und Drüben 3. Da bin ich drauf auf dem Büchchen Lu eingegangen, wo sich der Satz wiederholt. Im Alten Testament, wo es permanent hast, Hüben 3 und Drüben 3. Dann habe ich den Film Dark von Netflix, wo das gespiegelt ist und jetzt das Bild ist noch nicht dabei von Tenet. Zeitaktuell, wenn du chronologisch denkst. Schau dir den Trailer von Tenet an und da kippen die es auch so um. Und wenn du meinst, es ist Zufall oder irgendwelche Menschen da außen machen das und du hast nichts damit zu tun. Der erste Wahn, eine Entgeistigung, eine Entgöttlichung passiert in dem Moment, dass du irgendetwas denkst und du lebst in dem Wahn, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Wenn du dir jetzt Neandertaler denkst, meinst du, die hat es in der Vergangenheit ja schon gegeben, bevor ich sie gedacht habe. Das heißt, du lebst in dem Wahn zu glauben, dass ein Gedanke auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst. Ich bleibe jetzt nur in der Welt der Gedanken. Dasselbe gilt dann, wenn was sinnlich wahrgenommen, ich sage immer, auf deiner Verabredung erscheint, das ist genauso in deinem Kopf. Jegliche sinnliche Wahrnehmung ist genauso eine Information. Okay? Ja. Was ihr euch jetzt momentan merken sollt, ist die Zahl 343. Und da gehe ich jetzt dann genauer drauf ein. Das, was man liest, kommt kein normaler Mensch mit. These, Antithese, sind diesen Spiegel vorne? Sind die 3 Spiegel, die machen wir jetzt blau, die schauen wir uns dann gleich an. Dann haben wir einen Spiegel, da habe ich so ein Delta hingemacht, im Mittelpunkt und 3 hinten. Ja. Was jetzt noch interessant ist, ist diese kleine Zeichnung, wenn man diesen Tetraeder-Spiegel, diese 2, dieses mystische Zeichen, ist ja flächig betrachtet, ist das der Dorfitsch dann. Ja. Und wenn wir das räumlich sehen, haben wir den, wenn wir 2 Spiegel übereinander schieben, also Tetraederspiegel übereinander schieben, ja. Flächig. Diese Zeichnung merkt ihr jetzt auch, die brauchen wir jetzt nämlich unbedingt. Dann, wenn ich die Erklärung mache. Und jetzt kommen wir dann in einen Zustand, dass das, was ich erkläre, kann weder durch Worte dargestellt werden, noch kann es in irgendeiner Form durch Bilder dargestellt werden. Das sind nämlich Existenzen. Wir reden von etwas, was hinter der Existenz liegt, was eine arithmetische Struktur ist, die ja auch dann existiert. Ich sage einmal, 1 und 1 ist 2 normal gedacht, auch wenn du nicht dran denkst. Das sind Regeln. Das sind göttliche Regeln. Ja. Gut, das haben wir jetzt ganz grob. Wir brauchen das im Hintergrund festhalten. Ich gehe dann nochmal drauf ein. Jetzt machen wir da einen Stand, das wird dann noch genauer. Dies ist so eigenartig, arithmetisch, präzise, immer im Gleichgewicht. Jetzt muss ich da runterfahren. Dann immer, die Arithmetik liegt immer in den Bibelversen, da komme ich noch mit rein, das sind Zahlen, ich erzähle dir was, wenn ich das immer so betone, ich erzähle dir etwas, es sind Zahlen, die Welt baut auf Zahlen auf, es ist ein Matrix-Programm, du lebst wirklich in einer Simulation, so wie in dem Film Matrix. Jetzt wird es noch verfeinert, da machen wir den Genesis nochmal. Schwerpunkt liegt, das habe ich alles schon kurz angesprochen, wohlgemerkt nur kurz angesprochen. Und die werden jetzt arithmetisch, das sind dann die Bibelstellen. Und was jetzt das nächste Geheimnis ist, was ich nur ganz kurz nochmal sage, dass du hier ganz, ganz genau, das ist ja eine Reihe, Dora heißt ja Reihe, und ja. Dass man die durchzählen, in Wirklichkeit kann man die zusammenzählen, und das sind Zahlen, weil diese Zeichen auch Zahlenwerte sind. Und das jetzt hier sogar die Komplexe im Hintergrund ist. Es ist jeder Kapitelwert und jeder Verswert ist wichtig, wenn wir durchzählen. Das ist zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier hinfahre, in diesem Vers, wenn man hier mit dem entsprechenden Programm drüber fährt, dann kannst du genau sehen, das heißt Zahlenwert jetzt auf das Wort bezogen ist 26, das ist ja JHWH, und an dieser Stelle ist es hochinteressant. Dann heißt es hier, das kommt 1526 Mal, kommt es vor, und genau dieser Buchstabe, wenn ich dort drüber fahre, ist der 1849. Buchstabe von 304.805 Buchstaben. Mhm. Das ist das so und so viele Wort, ist 477. Wort, und diese Struktur im Hintergrund ist wie mit Kollektionen, ist unheimlich wichtig, wenn du das Programm verstehen willst. Ja.
Dieses, es darf kein Joda verloren gehen, heißt es hier. Sonst entheiligst du die Schrift. Und ich mache immer, wenn du ein Computerprogramm hast, ich wiederhole das nochmal, wenn du eine Internetadresse eingibst und du gibst jetzt meinetwegen in der Internetadresse statt .de, .de ein, wirst du diese Adresse nicht mehr finden. Ja. Ja. Die minimalste Veränderung dieser heiligen Struktur entheiligt die Struktur. Jetzt denk dir einen normalen Menschen, du kannst jetzt an dich denken, das ist ein normaler Mensch, der dann in dir in Erscheinung tritt, wie viele Feindbilder du hast und wie viel du nicht haben willst, anders haben willst und wie viel du eigentlich von dem Ganzen, was du denken könntest, gar nichts weißt. Entheiligung. Das ist die absolute Entheiligung. Ja. Und wenn du träumst, kommt alles aus dir, es ist alles in dir drin und das symbolisiere ich mit dem Internet, das kann man auch Gott nennen. Ja. So. Das ist alles vor, wir werden da vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn es so sein sollte, wenn du dich interessierst, das hängt ja von dir ab. Und jetzt verschmelzen wir dann hier diese Ecken, was feststellen, da ist der Tetraeder, schau das Violette an, da mache ich jetzt die Kleinen dran, das wird hier erklärt, das sind Zahlen, das sind reine Zahlenstrukturen. Das ist ja D7, da haben wir einen Mittelpunkt und wenn wir jetzt so kleine D7 hier dranhängen, dann gibt es diese Figur. Und die kannst du wieder in das D8, also in diesen Hexaeder D100 bla 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 reinsetzen. Ja. Das passt immer lückenlos. Ja. Sieht sehr imposant aus. Es ist die arithmetische Struktur deiner Welt, die du im Hintergrund hast. Da gibt es dann noch einige Spielereien, da gehe ich auch drauf ein, das immer gestützt ist. Alles das, was die Bilder, die du siehst, sind Bibelverse. Ja. Das sind Bibelverse. Ja, ja. Rein die arithmetische Struktur von Bibelversen. Jetzt zu glauben, dass vor ein paar tausend Jahren irgendwelche in Israel das geschrieben haben oder sonst wo. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Der ganze Holofeeling entlarvt jegliche Art von Religion, von Esoterik und Naturwissenschaft als Naredei, solange du chronologisch raumzeitlich denkst. Es ist, ich kann immer nur sagen, die wirkliche Wirklichkeit ist ganz anders. Eine weniger als embryonale Welt, die du zurzeit wahrnehmen kannst im Vergleich zu dem, was dir möglich ist, wenn dein Geist weiter wächst. Darum ist es auch nicht für die Menschen, die du dir ausdenkst. Es sind alles, was existiert, wird es niemals erleben. Weil alles, was existiert, was in einer Form, in einer raumzeitlichen Form, das heißt förmlich oder eine gewisse Zeitspanne bloß in dir auftaucht, ist vergänglich. Okay. Man muss diese einfachen deutschen Sätze auf sich wirken lassen. Es ist schlichtweg vergänglich. Es gibt nichts, was jemals in der Vergangenheit war, die du dir jetzt denkst. Es ist jetzt, weil du es denkst. Und es wird in der Zukunft nichts passieren. Wir sitzen am Stammtisch, um ein Bild jetzt mit Worten aufzubauen. Du hörst jetzt Worte. Wir sitzen gestern beim Essen. Die Weddings waren dabei. Achte genau auf meine Worte. Ich habe gesagt, Gestern. Wir sitzen am Tisch, dann sitzt der Peter oder wer dort, ich weiß nicht, so wenig ich gesagt habe, und ich sage, du bist nicht einmal in der Lage, dass du in einer Minute von dem Glas trinkst, das jetzt angeblich in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Ja. Du kannst es nicht. Du wirst feststellen, in dem Moment, wo du trinkst, trinkst du jetzt. Das wird so ignoriert, das ist halt eine unendliche Tiefe, vor was hast du dann eigentlich Angst? Ich rede jetzt wohlgemerkt mit einem Geist, nicht mit einem Gedanken von dir. Wenn du an dich denkst, an den, der jetzt vom Computer sitzt, das ist schon wieder ein vergänglicher Gedanke, weil der sich schon wieder auflöst, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Und du versuchst, diesen Gedanken möglichst lang am Leben zu halten, wenn du einmal als Geist schaust, wirst du feststellen, dass der die meiste Zeit deiner Erlebnisse überhaupt nicht existiert, weil dein Körper immer bloß existiert, wenn du dran denkst. So, da haben wir nochmal ein paar Bildchen, jetzt haben wir das nochmal, kommt der Frieden und jetzt kommt eigentlich das, wo ich hinein wollte und dann kommt jetzt hier Struktur, das hat auch mit dem Neuen Testament zu tun. So, ich schaue jetzt mal, dass wir da hin, so, und jetzt kommen wir da jetzt da, wenn wir jetzt dann irgendwann einmal einsteigen, dass wir einen Anfang haben. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, das ist das hebräische Wort Rei. Wie es da unten steht, das kriege ich jetzt ganz kurz einmal an. Wenn man die Geometrie explodiert, das ist das hebräische Wort für Spiegel. Und ich sage immer wieder, du musst die Rot-Blau-Lesung beachten. Das ist Resh, Ayin. Wir haben dann Zahlenwerte, weil das die Zahlen sind. Kopf, der geistige Kopf, rot gelesen, der Schöpfer, und das ist Gott. Blau gelesen ist eine Berechnung. Die Ratio des Resh ist immer eine Schöpfung.
mache ich jetzt unbewusst, schöpferisch kann man das auch übersetzen, und das macht dein Intellekt. Ein Intellekt ist wie ein Programm. Und ein Programm als Ding an sich weiß nicht, was es tut. Das ist ein Automatismus, ein Automat. Und als normaler Mensch bist du ein Mathematiker. Ein Mathemord, ein Schwachmord. Schien wach, deine Logik macht dich wach. Okay? Ja. In deinem. Und das habe ich jetzt unterstrichen, wenn ich jetzt das Hebräisch hinschreiben würde, diese Buchstaben natürlich von rechts nach links gelesen, in deinem Spiegel. Das heißt jetzt, symbolisch im Kopf des Schöpfergottes befinden sich Spiegelungen von Spiegelungen in einer Spiegelwand. Ja. Da habe ich den Strich nicht drunter. Ayin, hebraisiert, heißt nicht existierend, und er, dritte Person, in Videospielen ist die dritte Person-Perspektive, Third-Person-Perspektive ist, dass du immer auf dich drauf schaust, hinter dir, oder wenn du ein Auto fährst in der dritten Person-Perspektive in ein Videospiel, kannst du dich reinsetzen, dann hast du den Eindruck auf dem Monitor, du hast die Windschutzscheibe vor dir mit dem Gesichtsfeld. Man kann das aber umstellen in jedem Autorennspiel, dass du als Spieler dich geistig hinter dem Auto befindest, das du steuerst, dass du siehst, wie er ausbricht. Ja, ja. Und dieses E-Quadrat, das ist das JCH, das bin ich und das bist du. Das ist die Energie in der Einstein-Formel. Wer ist der gescheiteste Menschenaffe in deinem eigenen Spiegelland? Das sind Affen, die du siehst, sind Spiegelungen von dem, was du zu sein glaubst. Jetzt hast du das Auf- und Abbewegen, wissen wir auch alles. Jetzt kommt Jerusalem, die Stadt der Wahrheit. Ich weiß, das ist jetzt sehr verwirrend, aber ich will jetzt den Schluss mit dem Spiegel nochmal erklären. Es handelt sich dabei um einen vier Quadranten des Einheitskreises. Die vier Quadranten des Einheitskreises. Das sind 21 mal 21 und da steht jetzt Ich bin mal Ich bin. Das wird dann erklärt, weil definitiv dieses Wort Ahie, Ahie, Asha Ahie, was immer übersetzt wird nochmal Ich bin, der ich bin. Das heißt Ich bin. Und das hat den Zahlenwert 21. Aleph, He, Jod, He. Interessant, wenn du jetzt eine Wenderfantasie hast und du weißt, das Aleph ist ja Gott, der Schöpfer. Können wir für das Aleph ein J setzen? Was dann passiert ist, wir machen aus dem Aleph, das die Ziffer 1 ist, eine 10. Wir heben das eine Potenz höher. Ja. Wir machen aus der 1 eine 10. Und das HBH ist ja, heißt ja Sein, aber auch Gegenwart, und das HJ hast, heißt Bin. Ja. Wenn ich das J austausche. Ich bin das, was jetzt ist. Das ist die Grundlage für Holofeeling. Merkst du, was ich jetzt hier erkläre, wenn ich das jetzt hinschreibe und das genauer erkläre, und du hast die Grundlagen, wenn du nicht erklärst, jetzt noch die Grundlagen dazu, dann wird es ein Riesenschwall von einer Seite, wo ich einen Einschub machen müsste, und dann verlierst du komplett den Kontext aus dem Gesamten. Absolut, ja. Du musst das Puzzlestückchen, kleine Puzzlestückchen machen. Und in dieser Zahlenstruktur, wo sich hier jetzt aufbaut, wie die entstehen, und da kommt jetzt hier schon, das ist 2 mal 441, das ist der Wert von Wahrheit, Wahrnehmungseinheit. Ja. Kannst du dich auch heißen, ich bin ein Kind, es wird vorhergehend alles beschrieben, ich werde zu einem Kind. Die 44 als Illit gelesen, das ist ja 2 mal 3 mal 7 mal 7 mal 3. Das ist schon ein gewisses Palindrom. Siehst du das, wenn du die Ziffern anschaust? Ja. Jetzt wissen wir aber, dass die 37 mal 73 erweinigt. Das ist genau der Zahlenwert wieder von diesen 28 ersten Zeichen in der Bibel, wo wir die Pyramide aufbauen. Ja. Genesis 1,1. Zu meinen, das ist alles Zufall, eine Naturwissenschaft, die alles so genau beschreibt, aber dann alles in einen Zufall reinzieht. Das stimmt auch alles, aber die Auslegungen sind verkehrt. Okay? Und ich sage jetzt diese zweimal, diese 882 sind praktisch dann da 441 Wahrheit bedeutet, sind es immer zwei ausgedachte Wahrheiten. Und jetzt denk an unseren Einheitskreis. Wir haben erst einmal ein Plus und ein Minus. Wenn ich einen Einheitskreis, von denen jede aus zwei ausgedachten Wahrheiten besteht, das ist Plus Plus im Einheitskreis, Plus Minus, Minus 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 Plus. Darum sind es viermal 400 Wahrheiten. Wie wir uns jetzt ausdenken, das sind die vier Wahrheiten eines Einheitskreises. Ja. Darum hat es hier, es handelt sich um die vier Quadranten. Und jetzt wirst du feststellen, da können wir jetzt unsere vier Ichs einsetzen, von denen ich schon ewig spreche. Das ist ein rotes Ich bin und 21 mal 21 und nochmal ein Ich bin. Das ist plus, 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 minus. Und dann haben wir noch zwei blaue Ich bin. Ja.
Ich habe jetzt extra, ich bin die Persona in den Minus-Minus reingesetzt, weil der Minus-Minus ja unsere materielle Ebene, diese Ecke unten ist, und ich bin ein Mensch, der ist dann wieder dieses Minus, der Mensch, der wieder zum Plus im Einheitskreis hochgeht. Mhm. Ja. Stelle ich hier nochmal dar. Gut? Ja. Und jetzt habe ich hier, das habe ich in, ich mache das nochmal kurz, Johannes 14, da haben wir jetzt die 1-4er-Struktur, mit dem praktisch Genesis, das erste Kapitel beginnt, baut ja von 1-4er-Struktur auf. Mhm. 1 plus 2 plus 3 plus 4 ist 10. Da haben wir schon wieder den kleinen Gott stehen und dann haben wir den Spiegel, der nichts ist. Darum habe ich das so geschrieben. Ein Bewusstsein öffnet diese vier Quadranten, die wir uns jetzt ausdenken. Ja. Mhm. Und das ist 3-11, habe ich geschrieben, diese D-Reihe, diese vier Spiegel sind eigentlich unendlich. Siehst du, und habe ich jetzt gleich, muss ich gleich schnell, ups. Großes L reinmachen. Und jetzt habe ich bitte vorher die Elberfelder Übersetzung lesen. Das sparen wir uns jetzt. Ich sagte, wenn du die jetzt aufmachst und liest, das ist exakt dieser Text, der jetzt kommt, den ich nur rot-blau lese. Du wirst es auf einmal lesen, nicht checken, du wirst es auf zweimal lesen, nicht checken, und ich sage, bei Holofeeling, solange du chronologisch denkst, von den ersten Ansätzen des einfachsten Satzes, ich erinnere an meinen Satz, jeder Beobachter, der mit irgendetwas nicht einverstanden ist oder irgendetwas, was er jetzt anschaut, anders haben will, wie es ist, ist ein blindes Arschloch. Du wirst 20 Jahre brauchen, bis du das akzeptierst. Mhm. Das passiert natürlich alles jetzt, weil es keine Zukunft gibt. Ja. Wenn ich hingehe und durch Geistesfunk, das ist Wort Geistesfunk, habe ich hinzugefügt, das steht da nicht drin. Ja. Da will ich nur, das hätte ich jetzt in Klammern noch schreiben können, das haben wir aber gespart. Die Quintessenz, das ist rot gelesen, die Quintessenz ist göttliches Seins. Und dieses göttliche Sein ist ein Geist. Und dieser Geist ist immer eine Eheexistenz. Wie nur eine Eheexistenz? Weil G, das G ist der dritte Buchstabe, das steht immer für eine Synthese. Und sobald wir eine Synthese haben, muss im Hintergrund, sobald wir uns das denken, muss im Hintergrund schon ein Kontrast da sein, von These und Antithese, die ausgedacht werden. Lasst es einfach so stehen. Wenn ich für euch Geistesfunk eine Stätte bereite, und jetzt wissen wir, wenn man das ist normal geschrieben, ich könnte es mit E schreiben, mit Elef, aber ich habe jetzt extra den Kopf des Schöpfergottes und B als Vorsilbe, wissen wir, er heißt im Kopf des Schöpfergottes ist ein immer seiendes E Quadrat, das ist JCHICH. Mhm. So komme ich wieder und werde euch Geistesungen zu mir nehmen. Das mache ich zurzeit. Meine Brösel. Die Brösel sind aber keine Geistesfunken, sondern die Brösel. Jeder Brösel ist letztendlich immer all diese Menschen, die du dir ausdenkst, die du jetzt denkst, hinter denen steht nur ein allereinziger Geist. Wenn du an die Menschheit denkst, ist diese Menschheit, die du jetzt denkst, wird von einem Geist erschaffen, das ist der Geist, der sich die Menschheit ausdenkt. Wobei du jetzt feststellen wirst, dass du aus der Menschheit gar kein Bild machen kannst. Du denkst in dem Moment nur das Wort Menschheit. Kannst du jetzt ganz sofort ausprobieren. Was willst du da für ein Bild draus machen? Du kannst jetzt auf ein Zettelpapier Menschheit schreiben, auf der VR-Brille. Du kannst es nur denken, dass du es schreibst. Du kannst es aber auch realisieren, indem du dir jetzt zwei Hände ausdenkst. Jetzt könnte ich sagen, halt kurz einmal die Hände vor dich hin. Und jetzt frage ich dich, wo waren die ganze Zeit? Die Hände, wenn du vor dein Gesicht hältst, tauchen die in dem Moment auf der VR-Brille auf, wenn die in das Gesichtsfeld reinfahren. Wenn die nach unten hängen, siehst du die nicht mehr realisiert, aber ich spüre sie ja noch. Ich sage aber, dieses Gespür ist auch in deinem Kopf, ist auch eine Information. Aber wo sind die Hände, wenn du gar nicht an deine Hände denkst? Dann existieren die nicht. Mhm. Wo sind die Bilder von einem Film, wenn sie nicht auf dem Bildschirm sind? Der Bildschirm symbolisiert alles, was du siehst, gleichgültig, ob das die VR-Brille ist oder ob es bloß eine Gedanken, eine feinstofflich gedachtes Bild ist. Die sind auf der Datei, die jetzt übrigens zu existieren anfängt, weil wir an eine Datei denken. Das Spiel haben wir tausendfach durchgespielt. Holofeeling ist unendlich präzise, wenn du den Gedanken mitgehst, ich beschreibe dir mit Worten das, was du sofort hier und jetzt überprüfen kannst. Mhm. Jetzt zum Beispiel schaust du dir ein Video an, wo war jetzt die ganze Zeit hier YouTube, der Internetkanal YouTube, der hat nicht existiert. Aber du musst doch jetzt auf YouTube sein im Internet, weil sonst könntest du dir durch das Video nicht anschauen.
Das ist das Rot geschriebene. Es ist da, eine geschlossene Schöpfung rot, aber es existiert nicht. Und in dem Moment, wo du das auch eine Quelle, ich springe da nochmal für Anfänger rein, wenn ich jetzt, das sind die Buchstaben, da gibt es verschiedene, das Dale, das klar, ich mache mal hier das Ayin. Und dann wirst du feststellen, das ist das hebräische Wort für Wissen. Erkenntnis, Meinung, Wissen. Ich erkenne, ich erfahre dies oder jenes. Wenn wir das jetzt nur wieder die Zeichen, die Grundlage nehmen, in Rot gelesen, heißt es geschlossen. Und das Sein ist eine Quelle, die geistige Quelle, das bist du. Eine geschlossene geistige Quelle, in der sich alles befindet. Ich nenne das auch kein Gott oder Internet. Sobald wir das blau machen, wird das Dalit geöffnet an der geistigen Oberfläche. Es wird zu einer Gedankenwelle, die aufgeschmissen wird. Und das ist dann ein Augenblick. Ja. Es ist immer im Meer alles da, aber alles gleichzeitig als Kontinuum. Ich betone das immer so. Und in dem Moment, wo du dran denkst, schmeißt du eine Gedankenwelle auf. Das ist der Punkt. Und dann wichtig ist, diese Meermetapher ist schon eine grobe Metapher, die schon wieder eine raumzeitliche Vorstellung ist. Und wir werden jetzt diesen Punkt genauer beschreiben. Ich muss etwas ausholen. Also eine Stätte bereitet, und du merkst, wenn ich das jetzt wieder erklären würde für einen, dass ich das dazu schreibe, was das bedeutet, das funktioniert nicht. So komme ich wieder und werde euch Geistesfunk zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das, was ich dir jetzt erkläre, das ewige Hier und Jetzt. Einfache Metapher gleich vorneweg, das ist es, dieser Punkt in unserer Kamera Obscura. Ja. Der das Innerhalb und das Außerhalb trennt, das genau zwischen dem Innerhalbbild und dem Außerhalbbild sich befindet. Ja. Bild wiederum, Beilet heißt wieder im Kind, hebraisiert. Wo ich, wohin und wohin ich gehe, jetzt habe ich plus minus ist null. Dahin wisst ihr, Geistesfunk ab jetzt den Weg, mit den Ohrenbohrungen. Und jetzt kommt hier Thomas, das habe ich jetzt blau gemacht, weil jetzt denken wir uns ja an ein Jünger aus von einem Jesus in die Vergangenheit, spricht zu ihm, Herr, wir, in Klammer, darum mache ich das, wir Menschenaffen wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen. Jetzt mache ich wieder rot, 6, die Verbindung. 5 ist Wahrnehmung. Ich sage zu ihm, und jetzt präzisiere ich, zum Geistesfunk, der Thomas zu sein glaubt in diesem Traum. Ich bin der Weg, verbundene E-Quadratgeist, die Wahrheit, die natürlich auch eine Wahrnehmungseinheit wird und das Leben ist die auseinandergeschmissene polare Existenz. Niemand kommt zum Vater, den UB habe ich hinzugefügt, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Ich sage zu ihm, zum Geistesfunk, der Philippus zu sein glaubt, solange, das ist die ausgedachte Raumzeit mit Vergangenheit und Zukunft. So lange Zeit, der Jesus in der Vergangenheit, der nie in einer Vergangenheit war, du Geist bist tausendmal mehr Jesus wie der Udo, den du dir jetzt vielleicht ausdenkst. Weil du immer bist. Ich bin jetzt eine vergängliche Erscheinung. Aber dir wird irgendwann einmal glauben, dass sobald du an dich selbst denkst, das, was du zu sein glaubst, der Brüssel, der jetzt vom Computer sitzt, auch eine vergängliche Erscheinung ist. Das, was ewig ist, ist der, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt. Ja. Und du denkst dir jetzt dieses Gespräch aus. Ja. Bin ich bei, das habe ich jetzt so eigenartig geschrieben, wenn man das hebraisieren heißt, ist nämlich im Nichts. Ja. Euch. Du bist nämlich auch im Nichts. Nichts meine ich jetzt, nichts ist schon wieder Geräusch. Ja. In etwas, was nicht gedacht werden kann. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wird eine blaue, ausgedachte Figur, wird es niemals verstehen, versuch niemals einen Gedanken von dir irgendwas zu erklären. Das ist das Spiel in deiner Welt, das abläuft, dass Gedanken von dir streiten und die machen das, weil du das träumst und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Wer mich gesehen hat, hat in sich selbst den Vater UB gesehen und wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater UB bin und der Vater UB in mir? Die Worte, die ich als Brösel UB jetzt in diesem Moment in euch, zu euch Geistesfunk, da ist nur ein Geist. Geistesfunken wird der Geist, ein Geistesfunken wird er, sobald du anfängst, dich mit einem ganz bestimmten träumenden Geist, mit deinem Leben zu verwechseln, mit einer Person zu verwechseln. Rede ich, Brösel UB, nicht von mir selbst, der Vater UB aber, der in mir bleibt, der in mir zu einem Leib, in einem Leib, in Erscheinung tritt.
Und ich behaupte doch in dem Spiel, ich bin du. Tut seine Werke in mir und auch in dir. Das ist original der Text. Meinst du, dass denn irgendein Theologe, irgendein Affe, irgendein Gedanke, den du dir jetzt denkst, verstehen kann, wenn er nicht die Erklärung kriegt, aus sich selbst, von seinem eigenen höheren Geist? Ja. Glaub, elf, Ei, das ist Ei, ist nichts. Glaub mir, dass ich UB im Vater allein bin und der Vater UB in mir ist. Wenn aber nicht so glaubt, um der Werke selbst willen. Und diese Werke sind die Holofeeling-Schriften, diese Updates und die Selbstgespräche. Wo ich dir alles erkläre, ohne irgendein Feindbild und ohne irgend auch nur die geringste Kleinigkeit, die du in der Lage bist auszudenken, als unnötig zu definieren. Die Heiligkeit, denk wieder an das Komma und an den Punkt, den wir entweder falsch setzen oder den wir weglassen. Du zerstörst die Heiligkeit. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, rot kannst du eh nicht sehen, ihr Geisteszug aber seht mich, weil ich in euch lebe, werdet auch ihr in mir leben. Das habe ich hinzugefügt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das habe ich hinzugefügt in dem Bibelvers. Das kommt aber an einer anderen Stelle. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater UB bin und ihr Geisteszug in mir seid. Du denkst nämlich jetzt mich aus oder uns aus und ich denke euch aus. Aber sobald was ausgedacht wird, befindet sich das Ausgedachte in dem, der sich's ausdenkt. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir und du bist in mir. Wer meine Gebote hält, hat und sie hält, der ist es. Er ist ein J oder ein ICH oder ein JCH und das ist ein Bewusstsein, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater UB geliebt und ich werde ihn auf ewig lieben. Und mich selbst ihm, in ihm selbst Ohren bauen. Schau den Originaltext an, das ist, ich habe nur kleine Veränderungen, kleine Hinzufügungen gebracht. Das ist eine Elementarstelle. Ich, der ich auf dem Thron sitze, ich bin die wirkliche Wahrheit. Denk an die Johannes-Offenbarung. Dies bedeutet zweimal 441, der Summe aller möglichen Teiler vor 586. Die Summe aller möglichen Teile von 586, das kann ich jetzt. Achso, Moment. Das habe ich jetzt rot und blau gemacht. 5 steht für die 5, die Quintessenz ist UP. Das UP heißt ja hier verbundenes Wissen. Blaue 5 ist eine Wahrnehmung von aufgespanntem Wissen. Das sind die zwei Seiten. Die Zahl, die auch für die wirkliche Jerusalem, das ist nämlich 586, ist der Zahlenwert von Jerusalem und das ausgedachte Jerusalem steht. Es gibt noch eine Sache, die ich über den Wert 441 der Wahrheit erläutern möchte. Da steckt übrigens erweckte Laude schon drin. Ja. Erweckten Laude sind erweckte Existenzen, wenn wir separisieren. Out ist wiederum Zeichen, Lichtzeichen. Das ist immer, jede Kleinigkeit wird ein 400-Seiten-Buch. Es ist extrem gezippt, sage ich immer, komprimiert. Dieses geheimnisvolle Zahl 441 ermöglicht die absolute Erfüllung von Gottes, damit schon die zwei hatten T. Der Wert für Taf im Hebräischen ist 400, das 400 mal 400 ist 800 und das ist das NP und das ist das Pi. Wir machen auch groß. Ich, das bin ich und du, ich rede jetzt als Geist, ist ein Geist, das ist der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Bin ein Geist, nicht existierender Geist und dessen, jetzt habe ich klein geschrieben, unendlich füllen, toten ich, Abi-Charakter. Wie ist das zu verstehen? Unendlich viele, ich schreibe das hin, weil unendlich viele, so viele heißt auf Lateinisch tot. Tode heißt so viele. Darum sage ich, und dessen, das ist geöffnetes Wissen, sind seiende, wissensseiende Existenzen, sind unendlich viele tote Existenzen. Und das sind die blauen X, die Programme, die hier persönliche X kleine Körper aufschmeißen. API heißt das schöpferische Wissen eines Intellekts und das ist das hebräische Wort für Charakter. Ja. Das heißt, die können wir jetzt rot schreiben, dann ist es die schöpferische Weisheit Gottes.
das besserte immer aus. Oder das schöpferische Wissen eines Intellekts, müssen wir jetzt nicht reingehen. So, jetzt kommen wir dann langsam neue Sachen. Die Erfüllung wird durch, auch interessant, DUR wissen wir heißt Generation. Muss ich jetzt für den Redner, die Grundradix ist immer DR, die Generation, lassen wir das so stehen, heißt aber auch wohnen. Ganz, das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt ein Waff dazwischen schiebe, ich sage immer bei solchen Hauptkonsonanten, ein Waff oder J, haben wir gerade bei hier gehabt und JHBH, das heißt jetzt auch Generation, Geschlechter, wohnen. Und jetzt machen wir mal ein I. Ich sage doch immer, dir Geistesfunken. Ja. D-I-R. Was soll dir Geistesfunken da sagen? Und jetzt passiert was Eigenartiges. Das ist das hebräische Wort für Mieter und für Wohnungsinhaber. Bist du nicht beides? Die Traumwelt. Betrachte mal deine Traumwelt, in der du dich zurzeit hineindenkst, als eine Wohnung. Es ist auch bloß eine Mietwohnung. Der Mieter ist der Brösel, der du zurzeit zu sein glaubst. Du bist bloß eine gewisse Zeit in dieser Wohnung, in dieser Welt. Mhm. Wenn du nicht an ihn denkst, wirst du irgendwann einmal begreifen, dass du der Wohnungsinhaber bist. Ganz genau. Ja. Ganz nebenbei, wenn wir das wieder hebraisieren, Mi heißt wer, Et heißt Zeit und Ar heißt erweckt. Wer wird hier zeitlich erweckt? Ja. Für eine gewisse Zeit erweckt. W-Eckt, acht auf die Ecken. Mhm. Gut? Ja. Jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch. Also, diese Erfüllung wird durch den Quadratwert von 21 ausgedrückt. Immer dran denken, 21 ist der Zahlenwert der Worte Ich Bin. Das heißt, jetzt mache ich hier rot, weil mir derselbe Sinn. Ich bin oder ich Mensch, ich Körper. Und darum habe ich jetzt hier das Mal so geschrieben, können wir noch im All schreiben von Gott, weil das ML heißt Gestalt gewordenes Licht. Wenn du an deinen Körper denkst, Materie ist hochkonzentriertes Licht und das heißt gegenüberliegend und beschnitten auf Hebräisch. Weil in dem Moment, wo du an dich denkst, stellst du dir dich selbst vor. In Zahlen sieht es dann so aus, jetzt habe ich das zweimal, die 21 als auch hier geschrieben, oder ich bin, oder ich bin. Das Quersummenprodukt, jetzt wirst du dich wundern, was jetzt passiert, 21 ist ja 3. Dann haben wir, das Quersummenprodukt ist 3 mal 3 und das ist 9. Immer dran denken, der Reihspiegel steht für 9, für Spiegelung in die Zahl. 2 mal Quersummenprodukt reduziert ist praktisch 2 mal 3 mal 3. Oder 2 mal 9. Und 2 mal 9 ist 18. Und 18 ist in Zahlenwert wieder ich. Jetzt ist es die Frage, bist du ich? Dieses 1, 8 reduziert, Quersumme ist 9, bist du der Neo? Oder bist du die Existenz vom Neo? Übrigens, jetzt, da ja dieses 21 mal 21 441 ist, was du feststellen, das Spiel mit der 9, 441 ist auch 9, es ändert sich nichts dabei. Wahnsinn. Jetzt mache ich dieses Ich oder Chi, von rechts nach links gelesen oder von links nach rechts gelesen, ist ja das Lebendige. Die Zahlenwert, wenn wir die jetzt spiegeln, 8 und 10, der Totalwert ist 18. Das steht für den roten Ich-Ich-Geist. Der äußere Wert ist auch 18. Das sind die blauen Ichs. Das sind übrigens unsere 4 Ichs drin. Merkst du das? Der Abwaschwert ist die Affinität von den beiden. Hebräisches Wort Kof heißt Affe. Der verborgene Wert ist 404. Hüben 4, die Reihe. Und hüben 4, die Reihe. Und in der Mitte ist nichts. Und der Pyramidenwert, wenn wir es aufbauen, ist 26. Das ist JHBH. Alles Zufälle. Jetzt habe ich da diese Kleinigkeit nochmal, das ist schon in der eigentlichen Hauptschrift, die Holo-Arithmetik. Wir haben immer 86 ist UB, dann kriegen wir dann den Heiligen Geist, das müssen wir nicht anschauen. Und jetzt, wenn wir diese geistreiche Erkenntnis, und jetzt kommt eigentlich, ich habe jetzt nur ein bisschen wieder ausgeholt, um das zu erklären. Jetzt kommt es, dass man in einen Bereich kommt, den du nicht mehr denken kannst. Du kannst dir das weder bildlich vorstellen, noch kannst du das in Worten ausdrücken. Das kann aber gewusst werden. Wir müssen jetzt diese 21, 2 mal 21 mal 21, müssen wir jetzt ein bisschen weiter SDR-Ecken strecken. Wir können natürlich nämlich auch eine Kubikzahl draus machen.
Nämlich 21 mal 21 mal 21. Das ist dann 21 hoch 3. Die R heißt die Generation und ich habe jetzt das I extra nicht mit einem A, sondern mit einem E geschrieben, dass man da 70 gleich herauskennt. Das heißt auf Hebräisch Trümmerhaufen. Genau. Das heißt, die Öffnung von Berechnungen erzeugt einen Trümmerhaufen, die über diesen Ich Bin 21 drüber liegen. Das gibt den Wert 9261. Und ich habe jetzt schon die Reihe, jetzt habe ich diese Buchstaben Hebräisch, die Reihe, die Generation eines Trümmerhaufens. Das symbolisiert die Welt der longitudinalen, das heißt der raumzeitlich ausgedachten Gedankenwelt. Mhm. In der ganzen Bibel, Bi heißt in mir und Biel heißt in Gott. Mhm. Finden wir nur in mir sein, heißt in Gott sein. Ist nicht ein träumender Geist der Schöpfer für die Welt, die er träumt? Und ist diese Welt, die er um sich herum ausdenkt, wenn er das vergisst, weil er das zweite Gebot bricht, mach dir kein Bild von etwas dort der oben im Himmel oder dort drunten auf der Erde, du bist die Mitte. Du sollst dir nicht nach oben denken und nichts nach unten denken. Du stehst eigentlich zwischen Himmel und Erde, wenn wir das jetzt in der normalen materialistischen Vorstellung machen, in dem Nichts. In der ganzen Bibel, jetzt wohlgemerkt Neues und Altes Testament, befindet sich nur ein aller einzige Vers, der den gesamten, die Zeichen, den Zahlenwert 9261 haben. Und der befindet sich im Neuen Testament in Matthäus 5, 37. Denk wieder 37 mal 73. Fünfstellig Quintessenz. Da heißt es in der deutschen Übersetzung, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Jetzt tast du mal die Reden. Wenn du das rot schreibst, R ist der Kopf, das wissen wir mittlerweile, und Eden ist das Paradies. Darum steht eigentlich gar nicht Reden, wenn man das jetzt im griechischen Original anschaut, dann steht da nämlich Logos. Darum habe ich jetzt das richtig übersetzt. Rot, es sei aber euer Logos, es steht die Energie, Geist. J-C-H-I-C-H ist Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist nicht existieren und das ist euer Logos. Und es sei euer Logos, ja, ja und nein, nein. Und du wirst jetzt plötzlich feststellen, dass in diesem Vers die vier Quadranten des Einheitskreises beschrieben sind. Das ist nämlich plus, plus und plus, minus und minus, minus und minus, plus. Scheint jetzt n plus ein und n minus ein. Das heißt, das Existierende wird eingeschaltet in den minus, minus Quadranten. Den kann ich jetzt nicht umstellen. Ja, den machen wir jetzt so. Das passt halt mit der Welle nicht, aber... Das sträube ich mich immer in einem gewissen Maße und dann bringt sich das wieder ins Gleichgewicht. Da müsste ich jetzt die Welle spiegeln, das ist mir zu viel Theater. Das ist nämlich, wenn sich Existenz einschaltet, spielt sich das ja im Minus-Minus-Quadranten ab. Mhm. Und dann geht es wieder von Minus nach Plus und dann löst sich diese Existenz wieder ein, weil es wieder in den Plus-Plus reingeht. Ja. Bist du dabei? Ja. Und jetzt ist es hier, da steht es hier, ja, ja, das ist interessant. Auf Griechisch heißt es hier nein, nein. Das Sein ist nicht existierend, dieses Sein ist nicht existierend. Okay? Mhm. Und on, die muss ich jetzt blau machen. Heute die habe ich, siehst du auch nicht. Die muss ich blau machen, die zwei. Und on ist ja das griechische Wort für sein. Ion heißt ein in Bewegung gesetztes Sein. Dazu brauchen wir die zwei on. Ja. Ihr merkt jetzt, die Buchstaben sind Schöpfungsenergien. Und dann heißt es, was aber darüber hinausgeht. Ich habe einen Querstrich gemacht und überflüssig wird es vom Bösen. Das ist nämlich dieses Wort, das hier dazu benutzt wird, Barison. Das beginnt mit Barry. Dran denken, Barry heißt um dich herum. Was um dich herum, was über dir ist. Die berechneten, diese geöffneten Berechnungen, hebraisiert die Generationen über dir, Bola erweckt, hinausgeht. Was über dir hinausgeht, ist überflüssig. Das ist die Welt deiner Gedankenwelt, dieser Longitudinalwelt, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, gedanklich, obwohl sie in dir drin sind. Gut? Ja. So, und jetzt kommt das, wo wir hin wollten. Wir haben es gleich. Die Seiten haben es jetzt in sich. Ich habe gerade gesagt, wir müssen uns jetzt was vorstellen, was wir uns eigentlich gar nicht träumlich vorstellen können. Die Zahl 9261 kann man sich also als 21 mal 21 jetzt normal mit einer Logik gedachten 3D-Hexaeder, genauer als Oktagonen 3D-Hexaeder, das heißt als achteckigen 3D-Sechsfächer kannst du einen Körper aufbauen, kurz gesagt als einen ausgedachten Würfel vorstellen. Der hat nämlich hier
Ein Hexaeder hat 6 Flächen und er hat 8 Ecken. Ja. Man kann ihn sich aber auch als einen Pentagon in 3D-Hexaeder vorstellen. Das ist jetzt hier ein 6-Flächler mit 5 Ecken. 5 Ecken. Mhm. Das ist unsere Doppel-Tetraeder, den ich immer darstelle. Den mache ich natürlich jetzt so, dass man 6 Flächen hier zusammenhängend haben. Und jetzt kommt es, wo man jetzt musste, jetzt erfordere ich äußerste Konzentration. Du musst dich jetzt wirklich zusammengeschmissen, Konzen im Zentrum, zusammenschmeißen in den Zentrum. Das erkläre ich dir jetzt, wie du das vorzustellen hast. Jetzt kommt wieder dieser kleine Auszug, den wir hatten, wo ich sage, du sollst dir das merken. Mhm. Gespiegelt vorne 3, oben und hinten 3. Erinnere dich an das Bild, wo wir den von vorne sehen. Aber dann als Davidsch dann nochmal verdreht. Ja, und ja. Hinten 3. Und das symbolisiert These, Antithese, Synthese, Spiegel vorne, außen. Ja. Mhm. Ist gleich 3 vorne. Ja. Dann ein Spiegel in der Mitte. Ja. Ja. Ein D3-Spiegel in der Mitte. Im Mittelpunkt. Ich schaue jetzt so einen absichtlichen Mittelpunkt. Und 3 hinten, innen. Ja. Die sind rot geschrieben. Rot kann man nicht denken. Ja. Du siehst nur das Blaue. Hier nochmal, wir sagen jetzt mal, wir würden von oben nach oben schauen. Das sind die 3 Blauen. Ja. Die stehen für These, Synthese, These, ja. Antithese, Synthese. Ja. Der in der Mitte ist der Abschlussspiegel, der ist rot. Ja. Und da können dann die Gespiegelten hinten nochmal innen, die innen sind, in dir drin sind, dazu. Ja. Jetzt kommt aber das große Problem, dass wir nochmal eine Spiegelung haben, dass wir nämlich den Punkt nach außen machen, obwohl der eigentlich innen ist. Und das wirst du jetzt sehen. Jetzt pass auf. Da ein D6 aus 21 Einheiten entsteht. Und ich muss jetzt ganz kurz den nochmal groß machen, dass du das siehst. Das sind lauter kleine D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Und da wissen wir, wenn 6 unten sind, alle zusammen ergeben 21. Okay? Mhm. So sieht man es ein bisschen. Da ein D6 aus 21 Einheiten besteht, kann man sich diese 9261 Einheiten, diese 21 mal 21, auch in einer 2D-Darstellung vorstellen. Dann sieht das folgendermaßen aus. Das sind jetzt die ausgefüllten Machter weg. Wir stellen nur diese aufeinander. Das sind jetzt 6. Ein so ein kleines Eck ist ein D6. Ja. Das sind 21 D6. Ja. Mhm. Und das sind 6 mal 21 D6, mhm. die da drin sind. Dieses Dreieck, einen machen wir noch größer, besteht aus 9261 dieser kleinen Einheiten, aus 21 mal 21 mal 21, beziehungsweise mal D6 mal D6 mal D6 sind ja 21 Einheiten, D6 mal D6 mal D6 Einheiten. Ja. Du kannst aber auch lesen, 3 mal 3 mal 3 mal 7 mal 7 mal 7. Es ergibt 27 mal 27 hebräische Zeichen haben wir. Mhm. Ich habe gesagt, merkt ihr diese Hüben 3 und drüben 3? Hinten ist das Dreieck. Das heißt, 3 außen, das habe ich dir gerade erklärt. Ja. Dann der eine Spiegel in der Mitte, der Dreieckspiegel, der den zumacht. Ja, genau. Mhm. Im Mittelpunkt, das ist der Mittelpunkt. Und die 3 hinten, die aber verschmolzen sind mit dem Mittelpunkt innen. Das ist die Kamera obscura komplexer dargestellt. Ja, okay. Ja. Diese D3 plus 4, das sind die 3 plus der eine plus die 3. Ja. Die 3 plus 1 plus 3 sind 7 mal 1323 Doppeltetraedereinheiten. Wenn wir die 3 peripheren Dreiecken dieser 2D-Darstellung gedanklich nach oben klappen, stell dir das einmal vor, das wird jetzt vor dir auf dem Boden liegen und wir nehmen diese Dreiecken und klappen die nach oben, kriegen wir ein Tetraeder und die Bodenplatte ist diese rote, wo ich jetzt die Leerstellen rot gemacht habe. Ja. Dann wirst du feststellen, dass innen da 3 Stück drin sind. Ja. Mhm. Okay? Erhalten wir unser geheimnisvollen 3D-Dreieck-Tetraeder. 3 periphere Spiegel stehen für die ausgedachte Trinität. Da steht jetzt meine Reihe.
ist die Existenz meines Intellekts. Und das ist diese Deity dort, ja, diese Antithese, Synthese. Drei periphere Seitenspiegel bestehen aus jeweils 6 Mal. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das rote lässt er mal weg. 6 Mal. 21 mal 6 Seitenteilen und 3 blaue Lücken jeweils. Genau. Das sind die 3 blauen Lücken. Mhm. Ich spare mir jetzt mit der Lücke. Das heißt nämlich hier, das hebräische Wort für Lücke heißt nämlich auseinandergerissen. Kannst nachlesen. Und der in der Mitte besteht aus, der rote besteht aus 1 Subsynthese-Reihe. Das ist eigentlich nur einer, weil rot ist gleich. Das sind die 1 plus 3 hier oben, wo ich gesagt habe, der und die 3 sind rot. Das ist eigentlich nur einer. Ja. Mhm. Das ist der eigentliche Mittelpunkt. Und um jetzt das plastischer zu machen, ist 3 mal 21 mal 6 Mittelteilen und 6 in rot. Das wären jetzt die Roten drumherum. Die sind 6. Das heißt, Bewusstsein ist E-Quadrat und das ist unser immer seiendes Rot. Und jetzt pass auf, dass das, ich weiß, um das jetzt klarer zu machen, habe ich das gerade hergesucht. Und zwar suchen wir jetzt nochmal unseren Tetraederspiegel. Du musst dir jetzt vorstellen, da sieht man es jetzt schön in der Ecke. Das ist jetzt durch diese Striche, kann man das fast nicht erkennen. Mhm. Ich sage immer wieder, bitte mach jetzt mal das kleine, bitte den kleinen Udo. Mhm. Es ist ja so, ich sage immer wieder, wenn du in einem Raum stehst, einfach mitdenken. Jetzt musst du bildlich aus Worten Vorstellungen machen. Wir denken, wir sind in einer Gruppe, in einem Raum, da sind 5, 6 Mann in einem Raum und du schaust jetzt in irgendeine Raumecke oben in die Ecke rein. Ich mache das einmal so, wenn du in die Ecke reinschaust. Du schaust jetzt in die Ecke rein und da hast du 2 Seitenwände. Ich hoffe, man kann es einigermaßen darstellen und die Decke. Diese geöffnete Ecke, die Decke hat 2 Wände. Wand steht W, doppelt aufgespanntes Hin- und Herschwingen. Das ist These, das ist Antithese, das ist Synthese. Und wenn wir jetzt da große Spiegel haben, dann wird es den Eindruck haben, wenn man da hochschaut, wenn du hochschaust, dass du dich siehst, diese 3 verschmelzen zu einer Einheit. Es ist wie wenn jetzt da eigentlich in der Ecke in 45-Grad-Winkel bloß ein Spiegel wäre, wenn du die Kanten nicht behandelst. Und dann siehst du dich hier da oben in dem Spiegel oder alle, die da unten stehen, sehen praktisch wie bei einer Fotografie das Bild vor sich, aber spiegelverkehrt auf dem Kopf stehend. Das ist jetzt hier aufgebaut. Ich mache das einmal ein wenig größer. Das ist ein Bodenspiegel. Das ist ein viereckiger Spiegel, eine Bodenplatte. Das täuscht jetzt unheimlich hier durch diese Kanten. Ja, Licht auf dem Boden, dann ist hier an der Wand der Spiegel dargestellt und einer geht nach vorne. Ja. Und das ist jetzt praktisch hier, bloß was ich oben gesagt habe, ist unten am Boden. Und da filmt er jetzt mit einer Kamera rein. Okay? Und der mit der Kamera reinfilmt, ist genau die Kameralinse ist in der Mitte. Ja. Und der Witz ist, was man jetzt schön sieht. Ich hoffe, der bewegt sich dann. Jetzt zoomt er sich ran. Das siehst du natürlich nicht. Da verändert sich nichts am Bild. Das ist wie, wenn du dich in den Spiegeltunnel reinschaust. Wohlgemerkt, das, was du jetzt siehst, das ist ein Spiegel, der Bodenspiegel, der an der Kante, die Kante, der Spiegel und der Spiegel. Mhm. Es spiegelt sich jetzt bloß in dem Spiegel die Kante, in dem Spiegel die Kante und dann gibt es dieses damals unser Achsenkreuz. Das ist eigentlich das dreidimensionale Achsenkreuz. Genau. Das ist das absolute Zentrum in der Kamera Obscura. Ja. Hoffe ich, dass der dann... Das ist auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Nee, das macht er nicht. Ich meine, der läuft rum, der Depp. Nee, nicht in dem Video. Nicht in dem Video. Da würde jetzt Folgendes passieren, wenn er jetzt rumlaufen würde. Wenn ihr jetzt rumlaufen würde, dann wird sich hier die Perspektive verändern, aber was ganz Eigenartiges passiert, die Kameralinse würde immer hier sein. Darum ist das eigenartige Phänomen, und ich mache jetzt einmal hier mir die Bild weg, dass ich mit Händen und Füßen besser arbeiten kann. Sorry. Da muss ich hier Bildschirm da hin. Das reicht jetzt, glaube ich, einmal. Okay, ihr müsst mein Bild wieder haben. Ja. Das heißt, ich habe das so oft erklärt, in Vorträgen, im Weißenbauch-Vortrag nochmal anhören. Wenn wir eine kleine Gruppe sind und wir wären jetzt in einem Zimmer, ich benutze mal das Bild hinter Margot und Peter. Wenn jetzt Margot und Peter sich umdrehen, dreht er mal rum, dass das optisch so aussieht und wir hätten jetzt da den Schrank nicht stehen und wir hätten den kleinen Stuck da oben nicht drin, es wäre normal, das wäre jetzt die eine Wand und die andere Wand wäre Spiegel. Und die Decke wäre auch ein Spiegel. Und wenn ihr hochschauen, dann würdet ihr zwei euch jetzt da oben nebeneinander stehen, sehen
Aber auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Ja. Jetzt kommt der Trick, Redo. Ich spreche jetzt gezielt mal Redo an. Jetzt pass auf, dreht euch nochmal rum, dass man sich, der Geist, der es nicht weiß, der sich jetzt nur auf den Bildschirm schaut. Interessant ist, wenn du durch die Augen von Peter schaust und ich sage, wo befindest du dich? Und du beachtest jetzt dieses Achsenkreuz. Dann wird der Peter zwar sich und die Margot sehen, auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt, aber der Peter würde sich genau in der Ecke zwischen den Augen, seine Augenwurzel zwischen den zwei Augen, wäre genau in der Ecke. Und die Margot würde dasselbe behaupten, die Augenwurzel, da wo ich sage, das dritte Bewusstsein, das du bist, das genau genommen hinter den zwei Augen sitzt, weil deine zwei Augen ja schon was vorgestellt ist, was ausgedacht ist, was du vor dich hinstellst, wenn du jetzt an deine Augen denkst. Du schaust nicht durch die Augen raus, sondern ich sage immer, mach die Augen zu und dann denk, dann spürst du die vor dir. Genau. Du, der das spürt, dieses Stück hinter. Das ist diese Ecke. Das ist die Ecke da oben. Und wenn jetzt da in dem Zimmer 7 Mann wären oder 10 Mann wären und jeder, der hochschaut, oben in diese Ecke, wenn man hochschaut, sieht man praktisch ein Bild, das unten ist, wenn wir jetzt diese Achse über diese Diagonalachse machen. Sieht man das Bild unten, ist das Bild oben, aber auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Aber jeder, der sich auf dem unteren Bild befindet, wenn der hochschaut und wir machen dieses Achsenkreuz, der sagt, ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Und jetzt kommt der ganz einfache Trick, da ich immer wieder sage, das, was du vor dir ausdenkst, dieses Zimmer ist auf einer Farbbrille. Das heißt, das ist nichts da außen. Du bist nicht das Bild, das du dir da denkst, in die Mitte auf dem Kopf stehen, deinen Kopf, den du auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt siehst, wo dann die Ecke sich genau da drin befindet. Das ist der Mittelpunkt von der Kamera Obscura. Das sind nämlich der Katzenspiegel, wenn ich jetzt das immer sage, ich baue jetzt diese Spiegelkante auf, die wir uns ausdenken. Das funktioniert geometrisch nur, wenn die Winkel, die Spiegel mit 90 Grad aufeinander stehen. Sobald wir aber das nicht haben, ich mache das einmal nochmal, so ich tue mal das Bild nochmal schnell übertragen. Mal ganz kurz auf, dann mache ich jetzt hier. Gut, bis da. Na, den hier meine ich. Ja. Wenn wir das Bild haben, das ist jetzt die Ecke. Wenn wir das Bild haben, das sind 3x90 Grad. Und sind es doch nicht. Ja. Weil wir wieder zwei Seiten haben. Das sind geometrisch, um das zu berechnen, musst du die als 90 Grad setzen. Aber du hast eine Stereobrille auf. Die Tiefe gibt es doch überhaupt nicht in Wirklichkeit. Okay? Das macht, das ist der Trick dabei, dass man verstehen muss oder verstehen sollte. Du wirst jetzt nämlich feststellen, dass man hier diese drei, jetzt hast du mal, wenn man die äußeren bestehen aus 6x6, also 6, 6, 6, das sind 3x6, die man hochklappt. Das ist die 6x6, das ist die 666. Genau. Ja. Und da innen sind auch 6, die sind aber, die roten 6 sind verbunden, die sind getrennt. Mhm. Und da ist jeder dieser 6 ist immer eine kleine ausgedachte Trinität. Oh. Wenn jetzt, pass auf, die, wo jetzt die Grünen, die ja alle eins sind, das ist ja nur ein Punkt. Das hier ist eigentlich ein Punkt. Denkt ihr, wir bauen nochmal den Tetraederspiegel auf, wir klappen jetzt die drei blauen, ich sage jetzt einmal nach hinten. Ja. Mhm. Dann schauen wir von der Bodenplatte, haben wir dieses hintere Teil, diese drei These, Antithese, Synthese Spiegel, das sind die drei Raumspiegel. Ja. Mhm. Und die Bodenplatte, die jetzt rot ist, die eine Trinität darstellt, die können wir jetzt auch, die drei roten, jetzt müssen wir es natürlich getrennt denken, wir trennen schon wieder, können wir natürlich auch zusammenklappen nach vorne und dann kriegst du definitiv, Moment, den hier brauchen wir, das Bild habt ihr noch. Ja. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei der Zeichnung. Jetzt sind wir hier, bloß die sind jetzt gleich groß. Die Ecke, in die du reinschaust, der ist natürlich jetzt nicht durchsichtig. Der ist groß aufgespannt und der gegenüberliegende, der ist der rote Punkt. Weil der gegenüberliegende Spiegel, hüben drei und drüben drei, der ja eigentlich nichts ist. Könnt ihr folgen? Das ist genau in dieser Zeichnung drin. Das ist genau in dieser Zeichnung drin da unten.
das nochmal zu sagen, die Bodenplatte, die ich jetzt aufgespannt denke, wo mir in die Ecke reinschauen, dieser ausgedachte Punkt, wo alles sich befindet, jeder, der da reinschaut, der sagt, ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Das sind schon ausgestreute Brösel von dem, der wirklich im Zentrum dieser Kamera Obscura drin sitzt. Und wenn ich jetzt hier diese drei zusammenklappe, kriege ich ja auch ein kleines Tetraeder, drei Grünen, die ich jetzt hier als Zeichen mache. Und wenn man den jetzt, der kleine ist, und wir klappen den nach vorne auf und den anderen nach hinten auf, dann sind zwei Tetraeder, das ist genau dieser Tetraederstand. Wobei der rote Tetraeder definitiv der Punkt ist und der blaue ist flächig, weil es gibt ja nur Flächen. Die Dreidimensionalität ist ja schon ein Produkt der Berechnung wie bei der Stereobrille. Ja. Einfach kann ich es nicht ausdrücken, es tut mir leid. Ja, ja. Es ist ein Armband und irgendwann wird es so selbstverständlich für dich sein, wenn es installiert ist. Ja. Das steckt da alles drin. Mhm. Wahnsinn. Das ist die wirkliche Ursprung, der arithmetische Ursprung von allem. Und jetzt merkst du, wenn ich immer sage, alles, was wir vorher schreiben, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, wo man irgendwann einmal die einfachsten Beispiele, das Schwammbeispiel, das Dassenbeispiel, dass ich dich annähe an einen Komplex, der langsamer ahnbar werden kann für dich ewig sein, Geist. Du bist ewig. Ich mache dir nicht Angst vor irgendwas. Du kannst höchstens Angst haben von dieser Allmacht, die in dir schlummert. Da musst du aber irgendwann einmal die Verantwortung übernehmen. Dass du zuerst einmal die Verantwortung nimmst, ganz einfach zu sagen, ich bin zuerst einmal für das verantwortlich, was ich denke. Und was ich denke, existiert immer nur in dem Augenblick, wo ich es denke. Und wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg. Dann kommt der nächste Gedanke. Und die Ursache dafür ist der Intellekt, den ich zum Denken benutze. Mein Schwarminhalt nenne ich das. Der nie von mir in der Vergangenheit vollgesogen wurde. Es war in der Vergangenheit nichts. Das Hauptproblem ist, du musst das chronologische, ich verbessere das unbewusste chronologische Denken überwinden. Selbstverständlich darfst du chronologisch denken. Ich würde ja dann schon wieder was verbieten. Ich sage, da gibt es keine Regeln bei Holofeeling. Du musst es bewusst denken. Die Fähigkeit, einen Gedanken, den du jetzt denkst, um dich rum in Raum und Zeit zu verstreuen. Denk mal doch jetzt einfach mal an den Eiffelturm. Denk mal an Mars. Aber wo ist das Ganze? Wo war das, bevor ich die Worte ausgesprochen habe? Ja. Es war da, rot geschrieben. Ja. Auf deinem ganz persönlichen Programm wird das Wort Eiffelturm was auslösen. Es ist aber zuerst einmal nur ein Geräusch oder ein geschriebenes Wort. Dann ist es schon auf der Farbbrille. Und alles, was du glaubst, kannst du auch realisieren. Also du könntest, wie ich immer sage, denk dir einfach dieses Computerfilmspiel. Und da ist es übrigens auch ganz interessant. Ich habe heute Morgen, gestern hat man mit Nerd doch die Sache, die neueste Morphing-Sache. Ich springe jetzt einmal an den Weißenburg-Vortrag an den Großen, wo ich sage, ein Bild ist ein Bild. Die Computertechnik ist mittlerweile so weit, du kannst Gesichter in Gesichter innerhalb von Filmen reinstanzen, dass du keinen Unterschied mehr siehst, Redo. Es ist atemberaubend. Warte mal schnell, das müssen wir, können wir uns fast einmal schnell anschauen. Ich mache mir mal schnell auf. Ich suche das zuerst her. Okay. Einen Moment, da muss ich jetzt Folgendes machen. Da muss ich reingehen, dass ich. Ups. So, jetzt pass auf. Den brauchen wir noch. Ich muss das so schalten bei mir. Bin gleich wieder da. Wieder Oberhänsel, glaube ich, ist. Wieder Fetting. So, jetzt mache ich das Bild nochmal. Mit dem Ton brauchen wir eigentlich gar nicht, der ist uninteressant. Aber ich lasse ihn mitlaufen. So, jetzt pass auf, hier machen wir den Triplett-Spiegel, der ist abgehockt, dann schauen wir uns den kurz, das ist allgemein bekannt. Das ist jetzt ein Innenverspiegel, da haben wir jetzt ein Hexagon, das mit dem Tetraeder sieht es noch besser aus. Und jetzt siehst du eigentlich schon die Kante, die ab, wir schauen nur über eine Ecke rein. Und das kriegst du dann jetzt, das Problem, wo hier besteht, bei dem hier, dass dasselbe, wenn wir jetzt aufbauen würden mit einem Tetraeder, dann würdest du lauter kleine Würfelzentrum im Mittelpunkt sehen. Siehst du, da steckt das schon drin. Da können wir sich, wenn man neugierig wird, Mensch, wie ist das, wie hing das zusammen? So, den machen wir weg.
Und jetzt zeige ich dir mal Kleinigkeiten. Das ist jetzt der normale Kinofilm, Kevin allein zu Hause. Jetzt bin ich gespannt, ob euch das auffällt, wenn das läuft. Die haben über den Kevin. Das ist normal der Film, der ist manipuliert vom Computer. Und zwar haben die den das Gesicht von Sylvester Stallone gegeben. Hello. Mom. Dad. Mom. Dad. Pass auf, wenn du. Where are you guys? Das ist die ganze Zeit ein bisschen. Ja. Ne? Schau hin. Did we miss the flight? No, you just made it. Yay! Shampoo and use cream rinse with a just wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm a good. Pass auf, ja, das wird noch viel heißer. Das wird noch viel heißer. Das ist also, ich schau mal, ob ich da in Details, ich schau mal ein paar Filme. Dann machen wir nochmal das Meeting Stream. Ja. Willem Dafoe ist klar, oder? Ja. Dann nehmen wir es aus Hannibal Lecter, der Originalfilm, und machen das Gesicht Und der nicht von Vogel. Anthony Hopkins, sondern von Willem Your my name is Clarice Starling. Ja, Wahnsinn. Ja. Das Original ist nur das Gesicht bearbeitet. Ja. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Das ist übrigens, was jetzt interessant ist, was jetzt die Schwierigkeit wäre, ja nicht das klassische Morphing, sondern was die Schwierigkeit ist, dass hier im Detail. Warte mal, wo habe ich den gehabt? Das sieht man schön. Shining. Wir kennen ja doch alle Shining. Schau dir das einmal an. Ja, Das ist das Original und jetzt wurde mit dem Computer dieses Gesicht. Jim Carrey. Jetzt pass auf, ihr kennt Jim Carrey, der Fratzenzieher. Es wird jetzt, pass auf, genau diese Mimik vom Nicholson sogar gemalt in Details. Wie würde das jetzt, wenn der Carrey das nachmacht? Jetzt passt doch mal genau auf. Achtet auf Kleinigkeiten. Die Angst des Starres ist beim Perry ganz anders wie bei ihm und doch irgendwie gleich. Genau. Der Wahnsinn. Ja. Hier. Unglaublich. Was mir geht, wieso ich euch das jetzt zeige. Das ist zum Beispiel hier. Das ist in Amerika, der Bill Hader macht also viele nach. Rein von der Mimik und von der Gestik. Und jetzt mit der Technik sieht es natürlich dann brutal aus. Das haben wir beim Stammtisch gestern gehabt. Das kann man uns jetzt einmal groß anschauen. Der ist normal hier in Talkshows und die machen dann, bearbeiten das über dieses Filter. Und der macht jetzt in der Mimik und im Sprechen Schauspieler noch. Da macht er den Schwarzenegger noch. Und da musst du jetzt aufpassen, ganz kurz beim Verändern die das Gesicht. Been over, visited me. I know your kids. Is this being That was also kind of a Schwarzenegger, a little bit. Yeah. I'm 4 and a half, father. You got to get out of here. Get out of this, the bomb in there. Get out. Yeah, come on. You got to go. I need to pull now. You need to go to Peppa Pig. Come on. I love Schwarzenegger as a baby. Yeah. This is so much. Jetzt der Witz ist, weil man meint hier, man könnte fast meinen, der sieht den Schwarzenegger ähnlich. Aber jetzt pass auf, der ist ja beim Here's the very funny Bill Hader. Hey, thanks. And I was. Süß.
Wondering about the one, the Tropic Thunder. Yeah, Tropic Thunder. Tom Cruise. You're working with Tom Cruise. What was that experience like? It was amazing. Like, we got to dance together. That was amazing. We had, like, you know, when you do a movie, you do table reads, you know, where, like, all the actors get together. At the beginning of the At the beginning, before anything, you get together and you read through the script. And so it's like, you know, all these heavyweights, like, you know, Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., everybody. And at the end is like me, like, you know, like, hey, just happy to be here, guys. You know, like, and some other supporting guys. And then Tom Cruise walks in. And even those guys are like, whoa, and he's. Das ist ganz, ganz kurz. Um, worum es mir jetzt geht, dass das, was ich vor ein Vierteljahrhundert schon prophezeit habe. Ihr seid jetzt in einer Matrix. Habt ihr mein Bild wieder? Ist es wieder normal? Ja. Gut. Ihr seid jetzt, ihr Geistesfunken, seid als verschiedene Persönlichkeiten in einer Matrix, die von einem und demselben Geist geträumt wird. Aber sobald du dich mit dem Geistesfunken verwechselst, lebst du bloß die Perspektive und die Traumwelt von dem Programm, deinem Intellekt, was dein Programm dir möglich macht. Und ich kann immer wieder nur betonen, das ist jetzt kein Science-Fiction, das ist die Wirklichkeit, die auf dich zukommt. Du bist in einer Übergangsphase. Und dann wird das ganze Corona, das hat alles einen tiefen Sinn, also lass es über dich ergehen, mach das, wie du meinst, dass du es tun musst. Du kannst eh nicht anders als träumender Geist. Immer das Schöne, sobald ich sage, du bist ein träumender Geist, ist dir auch schon wieder was Ausgedachtes. Das, was ich dir erkläre, ist das, was du bist. Und das ist etwas, das in keinster Weise dargestellt werden kann. Jedes Wort, das ich jetzt benutze, um dir zu beschreiben, was du bist, zerstört es eigentlich schon, ohne das kaputt zu machen. Weil eine Welle, die symmetrisch aufgeschmissen wird, plus 5, minus 5, ist zwar da, bleibt aber in dem Gotteskind, in dem Ari, in dem Arier, immer nichts. Ich kann durchaus dual aufschmeißen, das heißt, du nichts, zwei, die Waff, zwei in Zusammensetzungen, und dann wirst du dumm. Das heißt, geöffnet, aufgespannt, mit 2 mm. Das heißt dumm. Und dann wird man neugierig. Darum sage ich, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, und Kinder sind neugierig. Kinder sind zuerst einmal neugierig auf alles, was sie nicht kennen. Die wollen sich mit allen eins machen. Das ist das, die wollen Kinder alles im Mund reinstopfen, alles essen. Lateinisch esse ist sein. Holofeeling bedeutet alles sein. Aber dann wiederum nichts davon. Die Widersprüche. Ein Geist, der nur einseitig denken kann, hat absolute Probleme damit, absolut meine ich jetzt aber mit AB geschrieben, Probleme damit, sich einen Komplex vorzustellen, wenn Widersprüche mit dabei sind. Obwohl der Widerspruch doch klar sein sollte. Es gibt doch kein Oben ohne Unten. Ich wiederhole immer wieder dieselben Stellen. Ja. Das heißt, diese Neugier auf alles, das geht dann in dem Schwamminhalt mit der klassischen Erziehung, wenn du unter Trockennasenaffen-Intellekten aufwächst, die mögen noch so gebildet sein und sich Professoren nennen. Ich sau keine Professoren ab, wenn ich sage, es sind Deppen. Es sind Gedanken. Ich kann jetzt das Gedanken nennen, was sind jetzt Professoren? Was ist die Elite der Welt jetzt, wenn ich mir jetzt die Schönen und Reichen und die Gescheiten der Welt ausdenke? Das ist jetzt, erst einmal sind das Geräusche, das sind Worte. Das ist hundertprozentig sicher. Und du wirst mit deinem ganz persönlichen Intellekt Vorstellungen aufbauen, die im Moment nur Worte, das bleibt Worte. Was stellst du, wo ich gerade gesagt habe, was denkst du, wenn du an die Menschheit denkst? Dein Programm zwingt dich jetzt, wenn du dir doch genauere Gedanken machst, dann sagst du ja, ca. 7,5 Milliarden Trockennasenaffen bei eigener Definition auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Aber du wirst merken, das ist alles nachgeäfftes Wissen. Und wenn man dir dann erzählt, es ist hundertprozentig sicher bewiesen, dann glaubst du den Scheiß. Und dann baust du die Vorstellung auf von einem heliozentrischen Weltbild. Aber dir sollte klar sein, dass wenn du das erste Mal hörst und du hast einen anderen Glauben, ich sage immer wieder, jetzt in der Märchengeschichte von Galilei, wie der kommt. Ja, wenn das doch so logisch ist, wieso haben die das damals nicht mitgekriegt? Den wollten die verbrennen. Ich sage immer wieder, was meinst du, wie oft ich schon ans Kreuz geschlagen und umgebracht wurde von irgendwelchen Fanatikern, die mir übrigens auch brannten. Ich will die nicht wegmachen. Aber ich bin schon tot. Ich bin so viele. Das bedeutet, wenn du ein bewusster Geistesfunk bist, weißt du, dass du alle Rollen spielen musst und darfst. Weil es nur wirklich einen allereinzigen Geist gibt.
und du bist zurzeit eine winzige Facette davon. Du bist doch schon ein Schöpfer. Ich könnte jetzt wieder sagen, denk an den Osterhaus. Mhm. Okay, ich bin der, der dir das Programm gibt. Das Wort Osterhase kannst du jetzt ein Bild aufbauen. Du kannst es im Gedanken machen und dann sage ich, ja, welche Farbe gibst du in ein Feld? Hat er hin, wie sieht er aus? Und dann fängst du an, den zu kreieren. Oder das Maßmännchen. Ist es grün oder ist es blau? Die Sache mit der Kiste. Mhm. Egal, welchen Menschen du denkst. Setze für das Wort Mensch jetzt, weil wie gesagt, denke mal an einen Menschen, da kannst du ja noch nichts denken. Dann sage ich, gut, jetzt sagen wir statt Mensch, sage ich, denk einfach mal an eine Kiste. Was ist da drin? Ich muss da was reindenken. Ne? Jetzt kann man die Kiste, ja, den ganzen Körper ansehen. Da sagst du, ja, Herz, zwei Lungen, Blutgefäße, Muskeln. In einer Kiste, in einen Gedanken, den du denkst, und du denkst in einen Gedanken was rein, wird das drin sein, was du denkst, das drin ist. Aber es ist hier und jetzt letztendlich in dir. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das ist alles in uns. Das ist dieser eine Punkt in der Camera Obscura, wo wir uns ein Dreieck vorstellen. Es ist immer These, Antithese und Synthese. Jetzt haben wir natürlich hier noch einen Hintergrund, wo sich das abspielt. Und dieser Hintergrund, das ist jetzt, das bist du. Hintergrund. Das ist der Hintergrund, das ist der Punkt. Du sag immer, wenn du da hochschaust, ist es schön. Du vergisst, dass du in der Ecke, dass du dir einen Raum vor dich hinstellst. Und natürlich du auch meinst, dass du in einem Raum bist. Das ist wie wenn man normal vorm Spiegel steht, dann ist der Raum und da ist auch der Raum, in dem ich mich befinde. Und jetzt haben wir ja, wenn ich jetzt eine Spiegelwand habe und das sind jetzt, ist eine kleine Gruppe, dann hat die praktisch wie eine Fotografie in dem Spiegel ist dasselbe Bild wie hier. Das ist das klassische Denken, natürlich Spiegelverkehr durch die zwei Augenspiegelungsachse. Wenn ich jetzt aber den Spiegel, diese Ecke mache, ich mache jetzt das nicht nach oben, sondern direkt vor dich hin, dann wirst du feststellen, wir denken uns jetzt wieder diese Nulllinie, wo wir den Spiegel jetzt hinstellen. Und wenn du hier eine Gruppe hast, interessant, jeder, der dann in diesen Spiegel reinschaut, der wird sagen, ich bin in der Mitte. Aber da außen gibt es keine Mitte. Das heißt, die Mitte ist der Punkt. Genau. Das heißt, das, was wir uns jetzt so als Dreieck ausdenken, musst du dir gespiegelt denken. Das ist eigentlich die Fläche. Darum habe ich gesagt, die Dreieck wirkt sich wie eine Fläche aus. Das haben wir beim Kantenspiegel schon. Wenn ich einen Kanten, zwei Spiegel so vor mich stelle und ich mache das mit Oberflächenspiegeln, du weißt, wie oft ich das erzählt habe, hier und jetzt ausgedacht, dann siehst du die Kante nicht. Und du schaust jetzt in so einen Spiegel rein, dann hast du dich gegenüber. Die ersten Sachen hier vor 20 Jahren, hier und jetzt ausgedacht in Almena, sag ich, wenn ich so einen Kantenspiegel vor dich hinstelle und ich sage jetzt zu Leuten, die das im ersten Moment gerade mitkriegen, ich sage, du da mal durchs Haar streichen. Und dann hast du diese Spiegelung, da hältst du inne und dann sagt fast jeder, da stimmt was nicht. Ich sage, nein, das ist richtig. Das, was du als normal ansiehst vor deinem Spiegel, weil du so programmiert bist, ist verkehrt. Umgedreht. Über diese Spiegelachse. Wenn wir jetzt die Syntheseachse dazu machen, fällt alles in einem Punkt zusammen. Alles vor und hinter dem Spiegel befindet sich in dem Punkt. Und jetzt ist es, um das abzuschließen, Hüben 3 und Drüben 3, dass ich den heiligen Schriften zeige, in der Dora zeige, mehrere Male wiederholt. Ich zeige dir das im Büchen Lu. Die Bibel der Zen-Buddhisten wird auf dieses Phänomen hingewiesen. Und da gilt jetzt dasselbe, wenn ich dich darauf hinweise, dass die ganzen physikalischen Formeln, die du in deinen Physikbüchern findest, die Naturkonstanten, Pi, die Feinstrukturkonstante, dieses Wunder, ich nenne es einmal dieses Wunder, ist mit Sicherheit nicht, weil irgendwo vor ein paar tausend Jahren welche das da reingeschrieben haben. Und genauso wenig haben die Zen-Buddhisten hier, die den Büchen Lu angeblich einmal geschrieben haben, irgendwas von diesem System gewusst. Der das weiß, das ist das innerste Zentrum, das bist du, wenn du ich bist. Und das Ich, das ich jetzt sage, das ist unser E-Quadrat, das sind wir zwei. Der eigentlich ein Es ist. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Und solange du immer noch mit einem ausgedachten Bewusstsein arbeitest und mit existierenden Dingen, ist es so schwer zu verstehen, um das abzuschließen. Alles, was in dir in Erscheinung tritt, in dir, es muss deine Information sein. Ja. Und dann immer daran erinnern, die Vorsilbe in im Lateinischen ist auch eine Verneinung. Eine Information ist auch keine Information. Ich könnte jetzt auch beides gleichzeitig. Das ist jetzt immer in dem Bereich, wo ich sage, den kannst du weder denken, gedanklich noch bildlich dir vorstellen.
Es kann gewusst werden, wenn du Geist bist. Und wenn du kein Geist bist, stellt sich die Frage gar nicht, weil dann ist es ungefähr so, wie wenn ich einen Stein vor mich hinlege, als Geist. Ich denke mal einen Stein aus und ich erzähle dem Stein was. Es ist kein Unterschied, ob ich einen Stein was erzähle oder einen Computer was erzähle. Meinst du, der Computer, wenn du jetzt einen Cleverbot einschalten musst, dass der Computer dich als Ding an sich versteht, da kannst du reingehen und er antwortet dir. Aber meinst du, die Maschine versteht dich, der Computerchip versteht dich? Meinst du, dass irgendein Affe dich versteht, vor dem du dich hinstellst? Der Einzige, der das verstehen kann, was ich jetzt erkläre, ist das doch mal der, der mich jetzt sprechen hört. Das kann nicht einmal der Sprecher verstehen, weil der schon wieder was Ausgedachtes ist. Aber wer ist jetzt der Sprecher? Der Lautsprecher, den du dir ausdenkst, der die ganze Zeit nicht existiert hat, was hast du dann gehört die ganze Zeit? Schallwellen? Entstehen diese Dinge nicht erst in dem Moment, wo du dran denkst? Das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Nochmal, Holofeeling zerstört alles, was du geglaubt hast. Alles. Egal, ob das ein religiöser Glaube war, ein esoterischer Glaube war oder ein naturwissenschaftlicher Glaube. Er macht es nämlich in der Zerstörung zuerst einmal eins. Er macht all diese Facetten zu einem nicht existierenden Bewusstsein, das du selbst bist. Das ist jetzt, habe ich dir das Haar weggenommen, die Quintessenz, indem ich eigentlich die wirkliche rot geschriebene Quintessenz erschaffe, indem ich dir das bewusst werden lasse, was du bist. Und dann kann man hier das Haus aufbauen, vollkommen neu. Ja. Mit neuen Zeichen, mit neuen Programmbefehlen. Absolute Kernfusion. Absolute Kernfusion. Krishna ist das schwarze Loch. Das sind übrigens auch unsere Spiegel. Krishna wäre jetzt das rote, das schwarze Loch und die blauen sind das weiße Loch. Das eine verstreut alles. Ein Standardbeispiel. Es ist, du musst dir Sachen auseinanderdenken. Es ist, die Sprache ist vielfältig. Die Oberwellen, die ganze Physik. Mir fällt spontan wieder ein, wenn das Telefon klingelt. Das Telefonklingelbeispiel ist mir nicht. Du gehst hin, ich rede jetzt wieder normale Logik, du nimmst den Hörer, du drückst auf den Knopf, hältst dir das kleine Ding ans Ohr und dann hörst du, hallo, ich bin's. Und du hörst jedes Mal, ich spiele dir hier einige Mal, hallo, ich bin's ein und du wirst jedes Mal an eine andere Person denken. Obwohl der Telefonhörer immer, hallo, ich bin's sagt. Weil die minimalen Unterschiede der Oberwellen dich sofort an den oder den oder den oder den denken lassen. Der übrigens dann in dem Augenblick in deinen Kopf entsteht und nicht irgendwo da außen mit einem Telefonhörer steht und es hat dann nicht klingelt, weil der dich angerufen hat. Du machst schon wieder Vergangenheit. Genau. Und dann merkt man wieder, wenn man in die alltäglichen Probleme reingeht, jetzt bei dir mit an der Corona, beim Umzug mit der Diana, ich bin jetzt wieder voll, jetzt machen wir wieder Bröselsachen. Und jetzt ist wichtig, das lässt uns Lebendigkeit, uns Geist, der wir eins sind, lässt uns ein nicht existierendes Bewusstsein sind. Es lässt uns Lebendigkeit erleben in unserem Traum, in Form von Traumfiguren. Das ist okay, das wollen wir nicht abschaffen. Man muss es aber jeden Moment bewusst tun. Und mit Holofeeling kriegst du so leichte Lichtblicke und dann kommt irgendwie irgendwas im Alltag und dann schmierst du voll weg. Und du wirst merken, das geht, gleitet langsam wie ein Überblenden, gerade in dem Morphing mit dem Gesicht, gleitet das vom einen Zustand in den anderen drüber. So wie du von dem reinen, jetzt normal gedachten Alterungsprozess dieses Körpers, den du dir zusprichst, überhaupt nichts mitbekommst. Überhaupt nichts. Du denkst an deinen Körper, ich könnte jetzt sagen, du schaust in den Spiegel und dann ist sowieso ein Körper da und dann wird deine Logik sagen, der gestern oder vorgestern fast genauso ausgeschaut. Aber vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hat er ganz anders ausgeschaut. Alles logische Konstrukte. Ich sage, du bist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du noch nicht weißt, was Geist ist. Ja. Es ist immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede, die von Moment zu Moment ihre Form verändert, die als Ding an sich eigentlich nichts ist. Okay, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Super. Wunderbar. Super. Das kannst du jetzt nochmal geben, Rilo. Ich habe gesagt, du kommst an der Grenze. Schau, wenn ich es jetzt erkläre über das Video, dass ich mit Händen und Füßen arbeite, kann ich noch geringfügig auf deine Reaktionen reagieren. Ich schon. Nicht auf die Pixelmännchen-Reaktionen. Aber es müssen die Grundlagen von Holofeeling da sein. Und wenn ich jetzt hier das schriftlich noch machen, aber den mache ich als Unternehmer. Ich wollte nicht mal die Schrift, aber ich sage, das muss ich jetzt unbedingt noch raushauen. Würde sich das so aufblähen? Es ist nicht verbal mitzuteilen. Ja. Mhm. Es,
erfordert einen riesen Zeitraum an Einzelteilen, die man zusammensetzen. Und das könnte dann schon wieder Angst in dir machen, in dir Geist, das verstehe ich ja nie. Und dann kann ich immer wieder sagen, du hast überhaupt keine Vorstellung, was für Leben du von mir noch bekommen wirst. Das, was du dir mehr Gedanken machen sollst, ob du dich auf dieser Ebene hältst oder ob du irgendwann noch sagst, ich gehe jetzt raus aus den Gleisen der Logik, weil ich ein komplexeres System betreten will. Das ist momentan, bist du wirklich, wir denken uns jetzt ein Land, das ist deine Traumwelt und du fährst, da ist ein ganz minimales Schienennetz und du fährst wirklich nur auf den Gleisen deiner Logik und deine Logik selber stellt auch die Weichen, weil du ja immer, wenn du eine Entscheidung treffen musst, das machst, was dir logisch erscheint. Du wirst die anderen Wege niemals betreten, wenn du nicht einmal irgendeine unlogische Entscheidung triffst. Das ist wie wenn du an einer Kreuzung sagst, Mensch, jetzt fahre ich einmal nicht rechts in meiner Vorstellung von richtig weiter, sondern jetzt fahre ich einmal links, umgedreht, verkehrt weiter. Mal schauen, was da alles passiert. Weil der Witz ist, alle, die immer nur rechts fahren, richtig, ihre Logik richtig denken, die glauben zu wissen, wie die Kehrseite ausschaut. Indem sie es eben nicht wissen, weil sie es nicht haben wollen. Das ist, weil sie sagen, das ist unwichtig. Da muss ich erst gar nicht hin, das ist nicht wichtig, das muss ich nicht lernen. Brauche ich ja nicht. Interessiert mich nicht. Das sind die linken Seiten. Und wenn du einmal dich überwindest, dass du trotzdem links fährst, wirst du mit großen, großen Staunen Sachen erleben, die du niemals erleben wirst, wenn du immer bloß alles richtig machen willst. Ja. Und jetzt erweitern wir das. Mit Holofeeling ist nicht nur, dass ich dir jetzt erst einmal das klar mache, das ist ja schon da, dieses rechts-links des Schienennetz, wo du gar nicht ausnützt. Ich habe am Anfang gesagt, mir reizen dein momentanes Denken, dein Intellekt, den symbolisiere ich mit Basic. Betriebssystemmöglichkeiten. Mir reizen zuerst einmal Basic aus. Dass selbst von dem Minimum an Wissen, das dir zur Verfügung steht, in Bezug auf das heilige Ganze, und dieses Minimum am Wissen, was ich mit Basic symbolisiere, ist das Wissen deiner Menschheit, das dir jetzt in deinem normalen Denken zugänglich wäre über Internet und Bibliotheken. Das ist ein Nichts im Vergleich zu noch viel größeren Systemen, die sich dann der Wahrnehmungsfähigkeit vollkommen entziehen. Aber selbst, wie gesagt, von dem Wissen, das dir zugänglich wäre, benutzt du ein absolutes Minimum zum Denken. Weil du ja weißt, was für dich wichtig ist. Das zeigt sich, wie groß eigentlich jetzt, groß nicht quantitätsmäßig betrachten bitte, dein Bewusstsein ist. Bewusstsein ist nicht Vielwisserei. Ich habe gerade gesagt, Bewusstsein ist dieses Nichts, das ich dir zu erklären versuche. Es ist bloß, ich muss viel Wissen in dir aufschmeißen, dass du begreifst, dass du eigentlich nichts bist. Ja, auch eine verborgene Harmonie. Es ist immer die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, einen vollkommen neuen, eigenartigen Zustand ergibt. Das ist dieser Dimensionswechsel, den man sich auch nicht räumlich vorstellen darf. Alles, was wir hier mit Dimensionsfilmchen gemacht haben, hier die Darstellung von höheren Dimensionen bis Burkhard Heim mit den 12 Dimensionen, es ist immer aufbauend auf denselben logischen Denken. Ich kehre jetzt das komplett um, dass die in einem Punkt zusammenfallen, wenn du das verstehst. Ja. Es sind die Visionen, Öffnungen deines Intellekts erzeugen Visionen in dir, die sich aber nur in einem absolut kleinen Punkt abspielen, was UB86 Elayom ist. Das heißt, das Meer, das die Wellen aufschmeißt, das ist etwas, was du dir vorstellen kannst. Dann reduziere ich das auf die Wasserfläche mit oberhalb, unterhalb. Aber ich sage, dann drehen wir doch unsere Seiten noch, dass wir selbst die Wasserfläche in einem Punkt zusammenschieben müssen. In dieses All, in dieses wirkliche Gott, das nichts ist. Und dann kriegen wir hier unser Ich Bin, Ahie. Ich, dieser Geist, dieses Aleph, wo wir im Aleph ja schon diese Spiegelung zwischen den zwei Jots drin haben, springt dann auf. Das ist alles ganz bewusst erschaffen. Jede Kleinigkeit, egal was du erlebst, jeder Hauch, ich sage, jeder Mückenschiss auf deiner Windschutzscheibe, wenn du mit dem Auto fährst, wenn es Platsch macht, der taucht ganz bewusst auf. Dass wenn das passiert, dass du aufschreckst, dass du was, das ist nicht außen eine Mücke, die auf die verabredete Qualität ist, sondern das kommt jetzt aus mir, aus meinem Programm. Ja, und jetzt springt zum Abschluss in Jesaja 51, 15 rein und liest den Vers. Schau noch. Lass dich überraschen. Schau unser Redo halt wieder. Moment. Wir holen uns das her. Jesaja 51, 15. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich hol uns doch schon her. Wenn du das willst, machen wir das.
Zum Abschluss. Zum Abschluss. Ich bin Jahwe, dein Gott, der das Meer erregt und seine Wogen brausen, Jahwe, der Herr, der Herrscher. Übrigens ganz nebenbei, 15 ist Jahr. Ja, genau. Ist die göttliche Quintessenz. Beginnt mit Anogi. Und Anogi, Jahwe. Interessant, ich bin, da steht verkehrt übersetzt, Redo. Merkst du, dass das schon wieder verkehrt übersetzt ist? Weil wir haben doch gesagt, ich bin heißt Ahie. Ja. Ahie. Da steht aber nicht Ahie, sondern da steht und Anogi Jahwe. Ja. Mhm. Und jetzt ist interessant das nächste Wort, Gott. Ich sage immer wir. Da steht nicht Gott, sondern da steht, sagst du mal, El ist Gott. Ja. Okay. Ella. Beschwörung. Es ist die Beschwörung und die Flüche und ich heiße deine. Mit Vorsilbe dann hin, deine Beschwörungen und Flüche. Es ist ein Gott, ist ein Gotteskind. Und der Bewusste ist Ani. Und Ani Jahwe, JHWH, deine Beschwörungen sind ein Augenzwinkern. Augenblicke, Mondende, plötzlich, im Existierenden aufgespannt. Merkt ihr, da steht die Geschichte drin. Ja, Redo mit seinem Monsterbewusstsein. Ich glaube, ich muss jetzt wieder wen ausbremsen, dass man nicht überbottend wirst. Das Meer. Raus die auf. Ich nenne das ja immer, wir lassen es gut sein, ich nenne das ja immer die Eruptionen. Das ist immer die erste Metapher. UB ist Gott das Meer, El Hayom. Jetzt wenn wir sagen, der ist und das stimmt ja nicht, der ist der Innerste der Innenen. Und wir bleiben mal bei dieser Meermetapher, dann sage ich, erweckt. UB erweckt eine Eruption. Ion, habe ich gesagt, im Griechischen ist ein in Bewegung gesetztes Sein. Ich hau mit meiner göttlichen Faust einen Wellenberg raus. Wasser ist Geist, das wir jetzt räumlich uns vorstellen, weil wir müssen es uns bildlich vorstellen. Baue ich einen Berg auf und dann wirst du jetzt erst einmal bei unserer Gedankenwelle vorstellen, dass er 2- macht. Mhm. Wir sehen jetzt das nur von der Seite. Wenn wir von oben drauf schauen, gibt es einen mittleren Kreis und da gibt es eine Wölbung drumherum, wie ein Donut. Aber ich bleibe mal bei dem Minus, was das soll. Wir sagen, das rote Wasser, das jetzt hier ein besonderes Wasser wird, eine Schöpfung Gottes, AI heißt nämlich Insel. Ja. Wir wissen das, AI heißt nichts und das heißt auch Insel. Mhm. Das heißt, das göttliche Sein ist das Bewusstsein Gottes. INS, ganz rot geschrieben. Ich mache oft, das göttliche Sein oder eine intellektuelle Existenz wird jetzt zu einem raumzeitlichen Joch. Mhm. Joch ist die Welle. IN, intellektuelle Existenz, S raumzeitlich, immer blau jetzt, und L ist ja das Joch mit 70 geschrieben. Wird so ein raumzeitlichen Joch, aber ich bleibe mal bei der Insel, wir lassen das einmal rot. Das ist ja dann jetzt ein ausgedacht, bewusst rot geschriebenes Bewusstsein, ist der Heilige Geist. Das ist ja nur das, was auftaucht. Das Wissen von dem, wo man nicht reden kann, das, was man die ganze Zeit sagt, dieser Punkt in unserer symbolischen Kamera Obscura, erzeugt 2-. Jetzt mache ich die klassische Metapher nochmal. Heiliger Geist denkt sich zuerst minus, denken wir uns etwas Abgetrenntes. Er denkt sich einen Gott Vater aus und einen Gott Sohn aus. Das sind die 2-, die auftauchen aufgrund des ausgedachten roten Heiligen Geistes. Ja, ja. Okay. Und dann haben wir den ab. Aus 1 war 2. Das ist der eine. Aus 1 waren zuerst einmal 2. Dieses absolute Innen erzeugt ein Innerhalb. Das ist These und Antithese ausgedacht. Das absolute Innen und das ausgedachte Innen. Und jetzt kriegen wir die Triadenlehre vom Hegel. HGL ist wiederum wie die Welle. Dieses ausgedachte Insel kann ich mir jetzt da was ausdenken, aber was ich mir da ausdenke, müssen 2 Seiten sein, weil ich einen Unterschied brauche. Und dann baut sich genau diese Pyramide auf, die ich euch gerade gezeigt habe. Es ist ein Diffusionssystem. Magst du das? Jetzt können wir wirklich an den Kern hin, an den absoluten. Und da musste ich jetzt definitiv ein Vierteljahrhundert fast, 100 ist doch Kopf. Ist die Affinität. Ja. Wir können das natürlich auch der wirkliche Mensch nennen, wenn man rot schreibt. Das ist die 100 jetzt 1 unendlich geschrieben. 1 unendlich die 100. Mhm. Und dann haben wir, ist UP. Kup. Kup. Ja. Ich muss nochmal einschalten, wir kommen nicht drum herum. Wir kommen nicht drum herum.
Das ist der Affe. Da steckt das Wort Affekt und Effekt mit drin. Und darum ist dieses COB, der Mensch, der Geistesfunk, der wirkliche Mensch, rot gelesen, dann die Affinität der Affe, Affe der Primat, das ist die Frucht von gestaltgewonnenen Erscheinungen, das heißt Sterben, beziehungsweise Tod, der Enosch. Dann haben wir verbunden, vereinigt mit der Weisheit, das ist UB und die verbundene Weisheit als Ding an sich, das ist Elayom, das ist das rot geschriebene Wort für Gott. Und jetzt erinnere dich, ich habe gerade in den Selbstgesprächen gesagt, dass der Geist, sage ich immer wieder, gehe, ist immer eine geistige Existenz. Wir können diese Affinität zwischen Plus und Minus, was ja eine Affinität darstellt, können wir auch als G setzen. Das ist die Ehe. Affinität ist immer verbunden mit einer Ehe. Dann kriegst du den Kopf und dann kommen wir hier zum Körper. Jetzt ist natürlich mit dem Rot, mit dem Rumpf und das heißt auch schließen, etwas wieder zuschließen. Das ist der Geist, ist die verbundene Weisheit. Das war gerade der Mensch. Der Mensch ist Geist, aber das wird jetzt wieder Geist zu Gehirn. Das ist das, was der normale Mensch sagt, ich bin das Gehirn. Und er sagt, das Gehirn ist ein Gedanke von dir. Das ist immer dieses Spiel, es dreht sich alles um diese leichte Verständnis, das Missverständnis von Wort. Das macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man dann merkt, dass du nichts, du bist ein absolutes Nichts, weil du ich bist. E-Quadrat, wir sind E-Quadrat. Eine Energie, die weder vermehrt werden kann, noch vernichtet werden kann. Und Energia heißt inneres Wirken auf Griechisch. Wir sind die, die in uns selbst wirken. Wir sind Ken. Ken hast wieder das Fundament. Facetten sind unter, sind Wellen, aufgespannte Existenzen, zu geöffneten Augenblicken. Und die verbreiten mir, die verstreuen mir um in so einem Raum und Zeit. Wer hören kann, der höre. Super. Super. Jetzt ist aber gut. Jetzt haben wir ein heftiges Selbstgespräch gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Alltag. Ja. Danke. Danke. Wir sind heute. Ich bedanke mich für das Selbstgespräch. Tschüss. Tschüss.